Hallo, herzlich willkommen in der Heilpraktikerschule Nordheide. Herzlich willkommen zur Heilpraktiker-Ausbildung online. Ich bin Aische Mehren, ich bin Heilpraktikerin und Inhaberin der Heilpraktikerschule Nordheide und der Heilpraktiker-Ausbildung online. Mein Thema heute für alle, die sich sowohl für den großen als auch für den kleinen Heilpraktiker interessieren, also die sich grundsätzlich für eine Heilpraktiker-Ausbildung interessieren. Und sich vielleicht fragen, was macht ein Heilpraktiker eigentlich? Und da möchte ich nach dem Intro ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Ja, was macht ein Heilpraktiker? Ich nehme immer das Bild von einem großen Buffet. Stellt euch vor, ihr seid in einem Raum mit einem mega Essensbuffet. Und jetzt stellt ihr euch euren Teller zusammen und ihr nehmt da ein Häppchen, dort ein Häppchen. Das mögt ihr nicht, das lasst ihr liegen. Aber das da hinten, das gefällt euch gut, das haut ihr euch auch auf den Teller drauf. Und so habt ihr am Ende eine bunte Mischung, was euch zu 100% schmeckt und zusagt. So, und dieses Bild, das nehme ich gerne, ja, so als Bild für das, was ein Heilpraktiker macht, denn da ist es ganz genauso. Ihr müsst die Heilpraktikerprüfung bestehen, damit ihr Heilpraktiker sein dürft. Also das heißt, ihr müsst dieses ganze schulmedizinische Wissen lernen und das ist auch wichtig und das ist auch gut so. Denn ich meine, das ist euer Handwerkszeug. Ihr müsst Krankheiten erkennen können und ihr müsst wissen, mit was für Krankheiten ihr es zu tun habt. Aber dann, wenn ihr die Heilpraktikerprüfung habt, dann wählt ihr eure Therapiemethode. Ich bin kein Freund davon, dass ihr das während der Heilpraktiker-Ausbildung macht. Das habe ich auch schon in vorausgegangenen Videos erklärt, warum. Das heißt, ich würde jedem empfehlen, diese Zeit in der Heilpraktiker-Ausbildung zu nutzen. Wo geht mein Interesse hin? Wie möchte ich später mal arbeiten? Untersuchst du dir deine Methode? Ich meine, guckt euch die Großstädte an, ihr habt alle irgendwo wahrscheinlich eine in der Nähe. Da werdet ihr viel Angebote haben mit Schnupperkursen. Macht einfach die Augen auf, seid bereit. Der eine erzählt euch was über Osteopathie, der andere erzählt euch was über chinesische Medizin, der andere wiederum über klassische Homöopathie. Dann erfährst du von der Mutter, die hat eine Darmsanierung gemacht, eine Ernährungsumstellung mit einer Heilpraktikerin zusammen, Mikronährstoffe zugeführt und plötzlich hatte das Kind keine Neurodermitis mehr und du denkst, oh wow, das interessiert mich, ja, da möchte ich gerne mehr darüber erfahren. Ja, so, das ist damit gemeint, also auch mit diesem Bild von diesem Buffet, also du kannst dir wirklich hinterher das nehmen, womit du arbeiten möchtest, wo wirklich dein Interesse hingeht, wofür dein Herz schlägt, wofür du mit Leidenschaft gehen kannst. Es ist eigentlich egal, welche Therapiemethode du nimmst. Es gibt viele gute. Das ist etwas, was ich erst spät verstanden habe. Ich habe damals klassische Homöopathie gemacht, bei einem sehr guten Lehrer, bei George Vitulkas. Und ich habe gedacht, so, das ist das Nonplusultra. Das ist der Weg, der nach Rom führt. Damit werde ich die Menschen heilen. Und da kommt nichts anderes ran. Also war schon noch eine gewisse Arroganz dabei. Und über die Jahre habe ich erfahren, das ist nicht das Entscheidende. Die Therapiemethode ist gar nicht das Wichtigste. Also sicherlich ist sie schon auch wichtig. Aber wichtig ist das, was du daraus machst, mit welcher Leidenschaft dein Herz dafür schlägt, wie du diese Sache angehst, wie du deins daraus machst, wie du deine Therapiemethode daraus entwickelst. Ja, und deswegen ist es wichtig, guck, nimm dir da ein Häppchen, nimm dir dort ein Häppchen, mach dir deinen Teller. Das Angebot ist unendlich. Es geht von ganz esoterisch, von Reiki, Theta Reading, Theta Healing, all diese ganze Energiemedizin. Dann habt ihr die wirklich wissenschaftliche Ecke auf der anderen Seite mit klassischer Medizin, mit chinesischer Medizin, Osteopathie zum Beispiel, Chiropraktik, also so diese ganz handfesten Dinge auch. So, und da wählst du dir deins oder das, was gerade jetzt in jedermanns Munde ist, nämlich Ernährung, Ernährungsumstellung, Entgiftung, Entschlackung, Übersäuerung, Mikronährstoffe, also das Zuführen nochmal zusätzlich von bestimmten Nährstoffen und da dann deins zu finden, wo liegt dein Interesse, deins draus zu machen, mit Leidenschaft dafür zu gehen. Und dann ist es das, was du später machst. Und wenn du das mit diesem Herzblut machst,
dann wirst du da erfolgreich sein. Das heißt also, du arbeitest wie ein Arzt, du hast eine Bestellpraxis, du machst Termine mit Patienten. Die Zeitspanne ist da wesentlich großzügiger ausgelegt als beim Arzt. Wenn der kommt, nimmst du dir in der Regel eine Stunde für den Zeit. Dann wendest du dort deine Therapiemethode an, die du in einer guten Ausbildung, eine gute Ausbildung heißt auch hier wieder eine Mindeststundenzahl an Ausbildung, die du gemacht hast, ja, und gibst dein Bestes und therapierst den Patienten. Und dann hinterher zum Abschluss schreibst du deine Rechnung. Und dann kannst du gucken, ob du jeden Tag in der Woche arbeitest, ob du 3 Tage in der Woche arbeitest, ob du vielleicht nur 1 Tag in der Woche arbeitest, ob du eine eigene Praxis hast, ob du lieber erstmal zu Anfang dich irgendwo in einer Praxis mit einmietest, wo du nur einen Raum hast, oder ob du vielleicht einen tollen Raum zu Hause hast, der einen separaten Eingang vielleicht sogar noch hat und du machst das Ganze von zu Hause um Kosten. Das bleibt völlig dir überlassen. Da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Wichtig ist, nutze die Zeit in der Heilpraktiker-Ausbildung, um deine Therapiemethode zu finden. Und wenn du sie gefunden hast, stell dir oder suche deine Therapiemethoden. Es ist ja oftmals nicht nur eine. Dann stell dir deinen Teller wie an diesem bunten Buffet zusammen. Der Teller, der dir schmeckt, der zu dir passt, den du mit deinem Herzblut füllen kannst, das macht ein Heilpraktiker. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Ich konnte euch ein bisschen zeigen, wie und was ein Heilpraktiker macht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen. Like dieses Video, abonniert gerne meinen Kanal. Es wird viele Videos hier noch geben, rund um die Heilpraktiker-Ausbildung, rund um den Heilpraktiker-Beruf. Schreibt mir gerne eine Mail, tragt euch ein für ein kostenloses Beratungsgespräch, wenn ihr Interesse habt an einer Heilpraktiker-Ausbildung. Klickt auf den Link unter diesem Video in der Beschreibung. Dort kommt ihr zu meiner Internetseite mit vielen Angeboten rund um die Heilpraktiker-Ausbildung. Und damit sind wir am Ende und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und sage Tschüss!